Hallo zusammen, es ist wirklich ein Problem, wenn du Produktrecherche betreiben willst. Brauchst du Software, brauchst du einen Computer, aber was ist, wenn du gerade unterwegs bist? Irgendwo ohne Computer, vielleicht sogar nur mit dem Handy? Hier in dem Video zeige ich dir 3 Methoden, wie du Produktrecherche ohne jede Software machen kannst. Größtenteils sogar mit deinem Mobiltelefon und du hältst sogar noch konkrete Ideen, wie du deine Produkte weiterentwickelst. Los geht's! Legen wir los mit der Produktsuche ohne Software-Tools. Wir arbeiten uns so langsam rauf von den allgemeineren Techniken zu den fortgeschrittenen. Starten tun wir es wegen auf dem Mobiltelefon, das brauchst du, plus die Amazon-App für Käufer. Und ich starte gleichzeitig mal die Bildschirmaufnahme auf meinem iPhone. Und hier haben wir sie schon, die Amazon-Käufer-App, die brauchst du unbedingt dafür. Ohne die funktioniert es nicht, weil es funktioniert nur darin. Und da hast du oben die Suchmaske, wo du deinen Suchbegriff eingibst, den du auf Amazon suchst. Das machen wir aber nicht. Stattdessen tippen wir nur drauf und dann klappt sich aus, was du zuletzt gesucht hast auf Amazon. Das scrolle ich jetzt drüber. Da ist so ein Symbol einer Uhr davor. Wir scrollen weiter zu diesem aufsteigenden Pfeil. Und der symbolisiert die Suchen, die Begriffe, die aktuell heiß auf Amazon laufen. Die Suchbegriffe, die von den meisten Kunden momentan gesucht werden. Das heißt, wenn du es nachher ausprobierst, hast du wahrscheinlich schon eine andere Ansicht. Und hier sehe ich ganz oben Türkei-Flagge in Amazon Deutschland. Warum ist sie so beliebt? Na klar, jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, haben wir Anfang Sommer. Und es läuft gerade die Fußball-Europameisterschaft. Deswegen haben wir hier jede Menge verwandte Produkte zu den Ereignissen. Türkei-Flagge, sicherlich Fans, die mitfeiern wollen. Ventilator, weil die Leute sich auf die heiße Jahreszeit einstellen. Dann siehst du hier noch jede Menge Fan-Suchbegriffe. Deutschland-Trikot-EM, Deutschland-Fanartikel, Corona-Schnelltest. Die Leute bereiten sich vor, auf Massenevents zu gehen. Deutschland-Flagge, AirTag. Hat jetzt nichts damit zu tun, ist einfach ein heißes Produkt, der Apple AirTag, der kleine Peilsender, mit dem du verloren gegangene Sachen suchen kannst. Und Fliegengitter-Balkontür, Fliegengitter-Fenster, na klar, es ist Sommer, die Fliegen kommen und die will man aus dem Haus halten. Was wir von hier aus machen, ist noch tiefer zu gehen, um zu gucken, was hinter diesen populären Suchbegriffen noch so kommt. Übrigens, diese Technik habe ich im LinkedIn gesehen bei Christian Otto Kelm. Ehre, wen Ehre gebührt. Und jetzt suchen wir uns mal einen aus. Ich würde mal vorschlagen, Deutschland Fanartikel. Und auch hier klicken wir als nächstes auf die Suchmaske. Da sehen wir nämlich, was suchen Leute besonders im Detail, die Deutschland-Fanartikel suchen. Und da sehe ich Deutschland-Fanartikel EM, Auto, Deutschland-Fanartikel Set, Deutschland-Fanartikel Kinder, Deutschland-Fanartikel Hund. Das interessiert mich. Jetzt will ich mal gucken, was suchen die Leute für den Hund. Hier könnte ich auch drauf tippen und sehe noch mehr Begriffe, aber ich glaube, der ist schon so speziell. Da gucke ich mir einfach nur die Suchergebnisse an. Als erstes eine Werbeanzeige, für was das noch nicht mal passend ist. Einfach irgendwelche Wimpel. Dann sehe ich ein Schaltuch für den Hund mit Namendruck. Das wollen wir nicht. Wir wollen möglichst Produkte verkaufen, die nicht individualisiert werden müssen. Wie dieses Trikot hier und noch ein Trikot. Und da sehen wir wieder eine Werbeanzeige, die gar nicht passt. Das ist ein gutes Zeichen, weil es gibt offenbar nicht genug Interesse, diese Suchbegriffe zu bewerben, weil es nicht genug Angebote gibt. Wenn du in der Kategorie ein Produkt starten willst, dann haben wir hier nochmal ein Hundehalstuch mit Namen und hier ein Hundehalstuch ohne Namen. Das gucke ich mir mal an. Der Preis ist deutlich unter 10 Euro, würde mich jetzt nicht interessieren und optisch sieht es sehr einfach aus. Also sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es sieht jetzt auch nicht hochwertig aus. Das Listing ist sehr einfach. Also wenn wir in die Nische wollten, könnten wir sicherlich deutlich mit höherer Qualität auch einen höheren Preis anfragen. Zumal, wenn ich jetzt runterscrolle, dann war es das auch schon bald. Jetzt sehe ich hier einen Hunde-Outdoor-Zwinger. Das ist das nächste gute Zeichen, wenn du einen Suchbegriff verwendest auf Amazon und Amazon hat nicht mal die Gelegenheit, die ganze Suchergebnisseite vollzupacken mit passenden oder ähnlichen Treffern, sondern jetzt kommt was Grundverschiedenes. Das heißt, da ist Nachfrage und da gibt es nicht genug Angebot. Und da kommen genau wir ins Spiel. Ich würde sagen, wir probieren die Technik nochmal mit etwas anderen. Wir hätten hier auf der Startseite auch
einfach den AirTag angezeigt bekommen. Einfach ein heißer Artikel von Apple. Wir können ihn nicht verkaufen, deswegen, weil er ein Apple-Artikel ist. Wir können aber Zubehör verkaufen. Deswegen klicken wir hier auch wieder auf die Suche und gucken, was für AirTag-Suchbegriffe gibt es von hier aus. AirTag-Anhänger, Schlüsselanhänger, Hülle, Fahrrad, Android, Viererpack, Kinder. Also AirTag für Kinder. Das klingt interessant. Ich klicke jetzt einfach auf das, was sich für mich interessant anhört, wo ich denke, ja, da bin ich neugierig und das ist sicherlich eine gute Nische. AirTag für Kinder sieht so aus, sind also kindergerechte AirTag-Anhänger und mit schönen Figürchen drauf zum irgendwo festmachen an der Kleidung oder ums Handgelenk. Nichts Überraschendes dabei und in dem Tipp gleich gucken wir, ob es auch so bleibt oder ob wir doch eine überraschende Lösung finden. Aber bevor wir da hingehen, kommen wir zum Tipp Nummer 2. Und zwar, das ist Produktsuche auf Etsy. Auch dafür brauchen wir erstmal keine Software, weil diese Seite gibt uns genug Hinweise, ob sich ein Produkt wirklich gut verkauft. Und Etsy ist deswegen so gut für die Produktsuche, weil Etsy.com ein Marktplatz ist für Bastelarbeiten, für handgemachte Produkte, für Produkte, die Leute als Hobby herstellen in kleinen Mengen. Das ist ganz süß, was die da machen. Und da kommen wir Händler ins Spiel, weil wir gucken nach guten Ideen, die innovativ sind, die neu sind und bringen die zu einer Fabrik irgendwo auf der Welt, wo wir sie produzieren lassen und verkaufen sie dann auf Amazon, wo es sowas hoffentlich noch nicht gibt. Und das recherchieren wir genau jetzt. Dafür gehe ich auf Etsy erstmal in eine Unterkategorie. Wir bleiben nicht einfach auf der Startseite. Und hier spricht mich besonders schöner Wohnen an. Da gucke ich auch mal weiter. Hier gibt es weiter Unterkategorien. Mein Tipp, klick mindestens in 2 Unterkategorien rein, um wirklich hier eine Nische ausfindig zu machen. Wir klicken mal auf Wohndeko und gucken, was sich hier gut verkauft. Und hier schon mal der Hinweis, alles, was du oben siehst, verkauft sich viel. Die populären Produkte werden als erstes angezeigt. Und da springt mir auch gleich hier das hier ins Auge. Das sind offenbar Hängekörbe an einer Gardinenstange, würde ich mal sagen, finde ich sehr interessant. Das gucke ich mir mal an. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist einmal Aufbewahrung, aber auch Dekoration in einem. Deswegen ein Produkt, was sicherlich sehr, sehr gut laufen kann. Und wir sehen hier direkt, das Produkt hat schon 1081 Bewertungen. Also das verkauft sich in rauen Mengen. Wir sehen auch hier, 2 Personen haben es in den letzten 24 Stunden gekauft. Auch sehr gut. Und jetzt gucken wir uns genauer mal hier diesen Verkäufer an, der steht nämlich hier und da sehen wir, wie sein Shop aussieht, auf was ist er denn spezialisiert. Offenbar ist diese Idee mit den Hängekörben so gut, dass er nur Hängekörbe in diesem Shop hat. Also das ist schon mal offensichtlich. Jetzt ist die Frage, welche Variante davon ist die beste? Wir sehen hier verschiedene Formen der Hängekörbe. Wir sehen hier aber auch verschiedene Befestigungsmethoden. Einmal diese Gardinenstange, dann sehen wir hier solche Wandhaken und dann sehen wir noch so eine Gardinenstange aus Holz, einfach nur mit Metallhaken. Also ich finde die Gardinenstange schon mal sehr interessant. Aber auch diese Holzwandhaken, weil das ja wirklich ein sehr natürliches, organisches Produkt. Das nächste Interessante, was wir hier sehen, ist, wie viel Bewertung der Store hat und wie viel Verkäufe. Und zwar 3941. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Wir klicken hier einmal auf die Verkäufe. Aber Achtung, das können die Shops ausschalten. Manche verstecken das, damit genau wir das nicht kontrollieren können, wer hier die Bestseller in dem Store sind. Hier klappt es aber, das ist schon mal schön. Und du siehst hier auf der Seite nämlich, was die letzten Verkäufe von dem Store sind. Das heißt, hier können wir sehen, welche Produkte am populärsten sind. Und wir sehen hier diese baumwollfarbenen Hängekörbe an der Eisenstange, dann die anderen Körbe an der Holzstange, dann hier wieder diese Baumwoll- oder diese naturfarbenen Körbe an den Holzwandhaken. Und jetzt gucke ich mal, hier sehe ich nochmal jede Menge an den Holzwandhaken. Okay, da wieder. Also ich würde sagen, es ist sehr ähnlich gewichtet, aber diese Holzwandhaken, die dominieren doch. Und was ich jetzt mache, jetzt recherchiere ich mal auf Amazon, ob es die gibt. Dafür klicke ich auf das Produktfoto und mit dem rechten Mausklick gehe ich hier auf Speichern unter. Und im nächsten Schritt gehen wir auf Amazon.de und oben in dem
In der Suchmaske klicken wir hier auf das Fotosymbol. Dann können wir nämlich das Foto, was wir gerade abgespeichert haben, einfach raufladen und danach suchen lassen. Und los geht's. Hier ist unser Produkt. Amazon scannt jetzt und zeigt uns hier diese passenden Amazon-Produkte. Wir sehen also, es gibt schon jede Menge ähnliche Hängekörbe auf Amazon. Aber was ist der große Unterschied? Guck die Befestigung an. Du siehst hier jede Menge Hängekörbe mit nichts dabei. Dann siehst du Hängekörbe mit diesen einfachen Metallhaken und hier noch ein Metallhaken und hier noch ein Metallhaken. Ganz nett, aber das ist wirklich hässlich und hier sogar mit hässlichen Klebehaken. Und was uns ja hier so gut gefallen hat, ist die Lösung mit den Holzwandhaken. Ich finde die Idee immer noch gut, vor allen Dingen, weil wir uns absetzen können mit der Befestigung. Diese Wandhaken, die werden nicht viel kosten. Mach ein Set aus 3 Körben mit 3 Holzwandhaken. Du unterscheidest dich von allem, was bereits auf Amazon ist. Ich wette, du kannst das sogar in kleinsten Mengen kaufen, um es einfach mal anzutesten, wie es läuft. Und du unterscheidest dich von allem, was es auf Amazon bereits gibt. Als nächstes würde ich einfach mal so ein gefundenes Produkt öffnen und mal hier den Suchbegriff im Titel kopieren. 3 Stück Hängekorb, das reicht eigentlich schon. Ich gehe zurück auf die Startseite, füge es ein. 3 Stück Hängekorb, danach wollen wir suchen. Und dann finden wir hier die Treffer. Und wie geahnt, wir sehen hier nichts mit den Holzwandhaken, was ziemlich cool ist. Und bis genau hierhin kommen wir mit dieser Produktsuchetechnik. Also jetzt könntest du entweder sagen, ich bestelle eine kleine Menge und teste mal aus, wie es funktioniert. Oder du holst dir ein bisschen mehr Gewissheit mit Helium 10 X-Ray und guckst, was für Umsätze diese Produkte bei Amazon machen. Also hier cheaten wir ein bisschen und gucken einmal zumindest aus Interesse auf Händlersoftware. Wir sehen hier vierstellig, das ist ein anderer Artikel, okay. Also diese Körbe, die machen teilweise vierstellig, teilweise nur dreistellige Umsätze. Wenn wir es schaffen, mit unserer Version, mit unserem Set der Bestseller zu werden, denke ich, haben wir gute Chancen auf einen vierstelligen Umsatz. Wenn dir das reicht, ist das dein Produkt. Wenn nicht, suchst du mit der genau gleichen Methode weiter. Und kleiner Tipp am Rande: Produktsuche ohne Software ist gut, wenn du einfach unterwegs bist und nicht am Computer sitzt oder wenn du in deinen absoluten Anfängen bist und du willst mal so die ganzen Zusammenhänge verstehen. Es sind auf jeden Fall hier alles gute Techniken, die jeder Händler nutzen kann. Wenn ich dahin gehe zu entscheiden, ob ich das Produkt verkaufe, dann würde ich einmal X-Ray drüber laufen lassen. Das kannst du aber auch ohne zu abonnieren. Dafür gehst du einfach auf den Link unterm Video h10jetzt.de und ignorierst hier die Rabattcodes, bei denen du beim kostenpflichtigen Abo nochmal sparen würdest und springst direkt auf Jetzt starten. Darüber kannst du dir nämlich einen Account registrieren und dafür hast du Test-Credits jeden Tag. Du kannst Helium 10 damit einmal schon testweise ausprobieren. Das reicht, um zu sehen, wie es funktioniert. Das reicht auch, um mal wirklich was nachzugucken, wie viel Umsatz machen Produkte in der Nische. Für richtige Produktsuche mit Helium 10 brauchst du dann schon das Abo, nur dass du es weißt, aber der Test-Account ist komplett kostenlos. Ich habe dir 3 Produktsuchetechniken versprochen, hier ist die 3. Und jetzt kommen wir nämlich auf den ersten Punkt zurück, den wir hatten. Wir hatten jede Menge Produktideen, zum Beispiel eben diese Deutschlandflagge für den Hund. Und die Treffer, die wir da gesehen haben, waren wenig und ich fand sie auch nicht passend für das, was wir vorhaben. Finden wir vielleicht was Passendes, eine Idee, die wirklich das ist, was die Kunden wollen? Und dafür gucke ich jetzt auf Pinterest. Pinterest ist eine Webseite, auf der Nutzer Fotos speichern als Fotoideen. Und wir bedienen uns jetzt an den Ideen. Und dafür klicken wir auf Entdecken. Ich suche bei Pinterest gerne auf Englisch. Und ich habe jetzt geschrieben US Flag Dog. Und zwar gucke ich damit, was ich da finde. Nach einer Flagge für den Hund. Gibt es auch Patrioten in Amerika? Na klar. Hier sieht man ein Halstuch mit USA. Passt jetzt nicht so gut für uns, würde ich sagen. Hier sehen wir ein schönes Halstuch. Und guck dir das an, das, was wir gerade auf Amazon gesehen haben. Nämlich das hier. Guck mal, wie einfach das aussieht. Das ist auch einlagig. Und jetzt guck dir das an. Das sieht schon mal viel hochwertiger aus. Und
gehe ich hier nochmal tiefer, guck dir auch das hier an. Das sieht auch hochwertiger aus. Vielleicht ist der Stoff dicker. Es ist auf jeden Fall zweilagig gefaltet. Ich würde gucken, dass es einen vernünftigen Verschluss hat. Da können wir auch mal gucken, wie es hier aussieht. Und du siehst, da muss man einen Knoten reinmachen. Wäre es nicht schöner, wenn da hinten ein Verschluss zum Zusammenklicken und zum Öffnen wieder ist? Das macht es praktischer, gerade mit einem Hund, wo es vielleicht auch eiliger zugeht. Und wir wollen ja kein Billigprodukt für 7 Euro anbieten. Wir wollen was Hochwertiges anbieten. Ich denke mal, mit einem gescheiten Material, doppellagig, mit Verschluss, bist du easy bei 20 Euro. Und du bist vielleicht in der Produktion centweise über dem hier. Da wollen wir hin. Wir wollen unseren Kunden eine gute Lösung bieten und selber dran verdienen können. Hier zum Beispiel eine Fliege. Ist das interessant für den Hund? Was fällt uns aber auch noch auf? Jede Menge Hunde mit Flaggen im Maul. Könnte man davon vielleicht noch eine zweite Variante machen? Dass es einmal das Halstuch gibt und dann das Halstuch mit einer Deutschlandflagge, vielleicht ein bisschen dickeren Griff, wo der Hund auch Spaß hat, drauf rumzukauen, und am Ende die Deutschlandflagge und der Hund läuft dann mit der Deutschlandflagge durch die Gegend. Wäre das eine Produktidee? Könnte ich mir witzig vorstellen. Und so gehe ich vor, wenn ich Pinterest benutze. Ich gebe hier meinen Suchbegriff ein, wo ich mir überlege, was sind gute Lösungen, was sind gute Ideen, und sehe hier das Ideenboard auf Pinterest. Auch hier die beliebtesten Ideen sind am weitesten oben. Da musst du gar nicht erst lange scrollen, wenn du noch was Cooles suchst, nach einer interessanten Lösung, die es vielleicht so noch nicht gibt. Und Pinterest ist deswegen meine erste Wahl, um Produktideen weiterzuentwickeln, um aus einem bloßen Suchbegriff eine interessante Lösung für meinen Kunden zu machen. Und deswegen sollten alle diese drei Techniken in deinem Arsenal sein. Also der Link zu Helium 10 ist unterm Video h10jetzt.de. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lass es mich wissen mit einem Like. Klick den Like-Button, und wenn du schon beim Klicken bist, lass auch ein kostenloses Abo da. Klick auf den Abo-Button, auf das Glockensymbol, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Viel Spaß beim Ausprobieren.